Ihr Cyrus Isolite 3 besteht aus folgenden Einzelteilen: dem Bedienkopf inklusive Schlauch, der Steuereinheit für die Absaugung, dem Netzteil, einem 15 cm langen Schlauchstück zum Anschluss an Ihrer Absaugung, einen zusätzlichen Adapter für die Erweiterung um eine weitere Absaugung, 5 Ersatzohrringe inklusive Schmiermittel, 5 Absaug- und Lichtadapter, einer doppelendigen Reinigungsbürste sowie einem gelben und blauen Adapter für die tägliche Reinigung des Schlauchs und der Absauganlage. Um Ihr Cyrus Isolite 3 mit Ihrer Absauganlage zu verbinden, benötigen Sie eine Schlauchkupplung für die kleine Absaugung Ihres Stuhlherstellers. Befestigen Sie das mitgelieferte Schlauchstück an der Steuereinheit und verbinden Sie diese mit der Schlauchkupplung. Oder Sie entfernen den existierenden Speichelzieher und schließen stattdessen das Isolite 3 an. Ihr Dentalhändler wird Sie hierbei gerne unterstützen. Schieben Sie den Absaug- und Lichtadapter auf den Bedienkopf, bis er deutlich hörbar einrastet. Wählen Sie die passende Mundstückgröße aus und befeuchten Sie die Öffnung des Mundstücks mit Wasser. Sie werden feststellen, dass sich unter dem Absaug- und Lichtadapter zwei Häkchen befinden. Diese werden mit den Öffnungen an der Unterseite des Mundstücks verbunden. Schieben Sie das Mundstück auf den Absaug- und Lichtadapter, bis die Häkchen einrasten. Befeuchten Sie das Mundstück mit Wasser und alles ist zum Einsetzen vorbereitet. Nach der Behandlung das Mundstück vom Absaug- und Lichtadapter abziehen und mit dem Restmüll entsorgen.